Mit Neuling Marcut, aber ohne den verletzten Ilkay Gündogan geht die deutsche Nationalmannschaft in ihren heißen Nations League Herbst mit Spielen in den Niederlanden und bei Weltmeister Frankreich. Insgesamt nominierte Bundestrainer Joachim Löw am Freitag 23 Spieler für die Begegnungen in Amsterdam, 13. Oktober und drei Tage später in St. Denis. Neben Gündogan, Oberschenkelprobleme, fehlt auch der Freiburger Stürmer Nils Petersen, Schulterprobleme. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt Gratis-Monat sichern. Dafür könnte Uth als 100-Spieler unter Löw sein Debüt in der Auswahl des deutschen Fußballbundes DFB geben. Der 27-Jährige ist nach seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim zu Vizemeister Schalke 04 allerdings noch auf Formsuche. In 9 Pflichtspielen für die Königsblauen hat Uth noch keinen Treffer erzielt. DFB-Team, Kevin Trapp, Sebastian Rudi und Jonas Hector kehren zurück. Im Gegensatz zum Neustart nach dem WM-Desaster holt Löw-Torhüter Kevin Trapp, Sebastian Rudi und Jonas Hector in seinen Kader zurück. Thilo Kehrer, Nico Schulz und Kai Havertz, die zuletzt im Länderspiel gegen Peru 2:1 debütierten, sind erneut dabei. Dafür verzichtet Löw auf Innenverteidiger Jonathan Tah. Wir haben Marcut schon länger beobachtet. Er ist dynamisch, schnell und strahlt immer eine gewisse Torgefahr aus. Nun wollen wir ihn gerne besser kennenlernen, sagte Löw. Hier ist unser Kader für die Länderspiele und Oktober 2018 nach dem 0:0 gegen Frankreich zum Auftakt der Nationenliga im September in München benötigt Löw mindestens einen Sieg, um mit seiner Mannschaft nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Nur der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für das Finalturnier im Juni 2019, der Drittplatzierte steigt in Liga B ab. Vor uns liegen zwei wichtige Spiele, die wir sehr ernst nehmen. Die Ergebnisse werden richtungweisend für das Abschneiden in unserer Nations League-Gruppe sein. Sowohl gegen die Niederlande als auch gegen Weltmeister Frankreich geht es zudem immer auch um viel Prestige, sagte Löw. Das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft. Tor, Manuel Neuer, Bayern München, Marc-André ter Stegen, FC Barcelona, Kevin Trapp, Eintracht Frankfurt. Abwehr, Jerome Boateng, Bayern München, Matthias Ginter, Borussia Mönchengladbach, Jonas Hector 1. FC Köln, Mats Hummels, Bayern München, Thilo Kehrer, Paris Saint-Germain, Antonio Rüdiger, FC Chelsea, Nico Schulz, TSG Hoffenheim, Niklas Süle, Bayern München. Mittelfeld, Angriff, Julian Brandt, Bayer Leverkusen, Julian Draxler, Paris Saint. Gemma, Joshua Kimmich, Bayern München, Leon Goretzka, Bayern München, Kai Havertz, Bayer Leverkusen, Leroy Sane, Manchester City, Marcut, Schalke 04, Marco Reus, Borussia Dortmund, Sebastian Rudi, Schalke 04, Toni Kroos, Real Madrid, Thomas Müller, Bayern München, Timo Werner, RB Leipzig. Mehr zur DFB 11.